Ja, mein Name ist Simon Dückert, ich komme aus Nürnberg. Von der Ausbildung her bin ich ein Elektroingenieur, also eigentlich habe ich nichts mit BWL zu tun. Bin eingestiegen im Bereich digitale Nachrichtentechnik, habe früher mal so Satellitenradio, Funk gemacht und solche Sachen. War recht früh im Studium schon beim Fraunhofer-Institut für integrierte Schaltungen. Das ist, wo MP3 zum Beispiel herkommt, da kennt es vielleicht der eine oder andere her, der Musik hört. Und das Fraunhofer-Modell ist ein ganz besonderes. Da kriegt man nämlich in der Regel, man kommt von der Uni, man kriegt einen Arbeitsvertrag, der ist 5 Jahre lang und dann wird er in der Regel nicht verlängert. Aber man möchte, dass das sozusagen so ein Transmissionsriemen ist von der Grundlagenforschung an der Uni über Fraunhofer dann in die Wirtschaft. Was gut ist für die Wirtschaft, was glaube ich auch gut ist für die Volkswirtschaft. Was uns aber damals was beschert hat, was wir intern Wissenssägezähne genannt haben. Also das heißt, wir kriegen Leute, neue Leute von der Uni, die arbeiten sich in extrem komplexe Fragestellungen ein. Wie kriege ich ein Radiosignal von Erlangen nach Afrika in die Wüste? Ja, das dauert mal 2 Jahre, bis die überhaupt verstanden haben, was sie machen sollen. Dann sind sie 3 Jahre produktiv und dann sind sie weg. Manchmal war die Stelle nicht nachbesetzt und wir haben halt festgestellt, wenn neue Mitarbeiter kommen, die machen die gleichen Fehler wieder, die erfinden die gleichen Räder neu und so weiter. Und wir haben damals dann eine Stabsstelle geschaffen, die sich mit dem Thema Wissensmanagement für das Fraunhofer-Institut auseinandersetzen sollte. Also speziell der Fokus Wissensbewahrung. Was mache ich, wenn Mitarbeiter Stellen verlassen oder eben in Ruhestand gehen oder in ein anderes Fraunhofer-Institut wechseln? Haben da sozusagen einen Prozess entwickelt, wie das funktioniert, nennt sich Expert Debriefing. Haben das dann in 98, 99 mal auf einer Konferenz vorgestellt und dann waren Kollegen von Audi, die gerade in der Entwicklung bei Audi in Ingolstadt das Thema Wissensmanagement auch aufgebaut haben. Wie gesagt, wir haben eigentlich gar nicht so sehr das Problem, dass uns so viele Leute verlassen. Wir haben eher das Problem, dass wir im Moment 1000 Ingenieure im Jahr einstellen. Und wie schaffen wir das denn, die möglichst schnell von Uni-Wissensstand, Maschinenbauer, Fahrzeugbauer, auf den Audi-Wissensstand zu bringen. Das dauert in der Regel auch so 1,5 Jahre, bis die Leute da so richtig produktiv sind. Und jeden Monat, den ich das verkürzen kann, hilft mir natürlich in meiner Gesamtorganisation. Also das ist so das Eck, wo ich herkomme, Themenfeld Wissensmanagement. Und wie Thomas eben gesagt hat, so mit dem Leitbild Entwicklung einer lernenden Organisation, also sozusagen so ein Unternehmen nicht zu sehen als Maschine und die Mitarbeiter als Rädchen. Da wäre es nämlich ganz einfach, wenn so ein Rädchen kaputt ist, nehme ich es raus, bestelle ein neues, setze es wieder ein, die Maschine funktioniert so wie vorher. Da stellt man eben fest, es funktioniert nicht, weil eben dieses Rädchen sehr viel Erfahrung hat, Beziehungsnetzwerk hat, Ideen hat, Kreativität hat. Das kann ich nicht einfach durch einen anderen Mitarbeiter ersetzen und erwarten, dass die Organisation genauso weiter funktioniert. Wir haben dann 2001 haben wir das aus dem Fraunhofer und der Uni raus ausgegründet. Seitdem sind wir eben als Organisation, als Firma Cognion Akademie unterwegs mit Sitz in Nürnberg und helfen Organisationen, wie du sagst, überwiegend großen und globalen sozusagen dabei, das Lernen in der Organisation so zu denken. Da kommt auch dieses 1.0.2.0 her, dass es eben für die digital vernetzte Wissensgesellschaft des 21. Jahrhunderts stimmig ist, weil da nämlich ganz viele Modelle angefangen bei: Wie bauen wir Organigramme? Wie werden Verantwortlichkeiten verteilt? Wie werden Projekte geleitet in der Organisation? Einfach auf die jetzige Situation nicht mehr passen. Und man eben merkt, dass das an allen Ecken und Enden knirscht. Daneben bin ich lange schon im Chaos Computer Club. Ich weiß nicht, wer den kennt. Das ist so ein Hacker-Club sozusagen. Hat angefangen mit Amateurfunk, C64. Also bin sehr früh mit Digitalisierung in Berührung gekommen, auch so Akustikkoppler, wo man schon so global kommuniziert hat, nicht wie heute mit Facebook. Das war alles noch sehr technisch und sehr schwierig und sehr teuer und man musste löten. Aber so habe ich so meine Wurzeln eben in dem Bereich auch. Und vielleicht eine Brücke zu dem, worüber ihr vorhin gesprochen habt. Ich bin leidenschaftlicher Podcaster, weil das auch was ist, wo wir sehen, wo bisher sehr viel Wissen eben über Texte, über Bücher transportiert worden ist, wird eben Multimedia immer ein größeres Thema. Und meist geht man sozusagen von Text zu Video, sei es Livestream, sei es Vorträge aufzeichnen. Natürlich, ich habe da vorhin so ein bisschen die Zahlen diskutiert, was kostet das, wie aufwendig ist es, das zu lernen, wo das ganze Thema Podcasting und Audio oft so übersprungen wird, aber eigentlich so eine Zehnerpotenz einfacher zu machen ist als Video. Sowohl von der Einarbeitung, wie komme ich da rein, von der Nachbereitung, von wie viel Speicher brauche ich dafür. Und das Beispiel von dir, glaube ich, vorhin, mit Jung und Naiv, das finde ich ganz interessant, weil Jung und Naiv an sich gibt es nur als Audio-Podcast. Ich glaube, der Aufwachen-Podcast, der kommt auch als Video. Und ich habe, glaube ich, 1,5 Jahre den Aufwachen-Podcast als Audio gehört, bis ich überhaupt gemerkt habe, dass es den auch als Video gibt. Also da werden ganz viel so Medien werden in beiden Kanälen Video, Audio publiziert. Und wir merken halt im Moment gerade, dass insbesondere die Verbreitung von
Smartphones mit Datentarifen, aber auch so Sachen wie, wie viele Leute pendeln pro Tag, wie viel Zeit, ganz massive Treiber sind für Audio. Ja, wo es einfach schwierig ist, wenn ich jetzt so einen Audi-Mitarbeiter nehme, der in München in die seine Wohnung verlässt, in die U-Bahn geht, mit dem Zug ein Stück fährt, mit dem Werksbus fährt. Ja, wenn der so ein Handy vor sich hält und ein Video schauen will, dann landet er wahrscheinlich schon auf den U-Bahn-Gleisen. Also das ist schwierig, aber sich zwei Ohrstöpsel reinzustecken oder einen Kopfhörer aufzusetzen und Sachen zu hören, das ist sozusagen einfach. Und das ist ganz spannend, weil Audio und Podcast halt genau diese Langform bedienen. Ne, wo ich sage, so ein Gespräch, was mal eine Stunde dauert, kriege ich vielleicht schwierig im Arbeitsalltag unter, mir das anzuschauen als Video. Ne, aber die Zeit, es zu hören, habe ich. Ne, ich habe für mich persönlich so, ja, würde sagen, irgendwas zwischen 35 und 38 Stunden Podcast-Hörzeit in der Woche. Ne, das würde ich mit Video überhaupt nicht schaffen. Ne, ich pendel nach Ingolstadt, ich höre beim Joggen sehr viel Podcast, ich höre manchmal abends noch Podcast. Ne, also das ist vielleicht so ein kleiner Marker, dass auch Audio spannend sein könnte. Ich habe jetzt hier auch so ein kleines Mikrofon dran, also auch den Vortrag kriegen Sie hinterher dann als Audioversion dann. Genau, worum geht's heute? Das geht um ein Projekt, was relativ jung ist. Da haben wir jetzt eine Version 1 davon, jetzt am 17. September diesen Jahres gelauncht oder gestartet, veröffentlicht. Ich erkläre auch gleich noch, wo die ganze Begrifflichkeit herkommt. Im Prinzip ist es so, dass man im Bereich Wissensmanagement so verschiedene Ebenen unterscheidet, angefangen bei dem persönlichen Wissensmanagement, also ich für mich selber, dem teamorientierten Wissensmanagement, dem organisationalen Wissensmanagement, einem regionalen Wissensmanagement. Wer gerade den World Economic Forum Bericht gelesen hat, wir in Deutschland werden da hervorgehoben als Innovationsweltmeister, Platz 1, mit so einem Thema wie Clusterbildung. Also wir haben in Nürnberg zum Beispiel 6 Cluster, einer davon Medizintechnik, für die haben wir ein Wissensmanagement-Konzept gemacht, wie kann ich sozusagen Wissen innerhalb dieser Cluster-Akteure verteilen. Und hier geht es eben ganz speziell mal um diesen Aspekt des persönlichen Wissensmanagements und damit eben auch des lebenslangen Lernens. Wie kann ich das für mich selber organisieren? Und natürlich gekoppelt, man kann heute eigentlich nicht mehr über Lernen sprechen, ohne Digitalisierung auszublenden. Also Lernen hat viel mit Digitalisierung zu tun. Wenn ich es malen müsste, würde ich es immer als zwei überlappende Kreise machen. Ja, weil auch für mich der große Fan von digitalen Medien ist. Trotzdem Community-Treffen, Tage, wo man Barcamps gemeinsam macht oder so, ganz wichtig sind, um Vertrauensverhältnis aufzubauen, um Begegnungen zu schaffen, um mal über was zu sprechen, um sich gemeinsam irgendwas zu zeigen, was auszuprobieren. Ich glaube nicht, dass wir so von einem rein analog zu rein digital Szenario aktuell gerade umschalten. Aber da komme ich gleich noch mal drauf. Ich will Ihnen so ein bisschen zeigen, wie wir dazu gekommen sind. Natürlich auch erklären, was das eigentlich heißt. Das ist ein bisschen ein komisches Wort, wo das herkommt. Was es da für Inhalte gibt, das vielleicht könnte für Sie interessant sein, weil alles, was wir in die Richtung machen, wir unter einer offenen Lizenz sozusagen ins Internet stellen. Das steht unter Creative Commons Attribution 4.0 International, also das ist eine sogenannte Open Educational Resource mit diesem Free Cultural Works Label. Das heißt, ganzen Materialien können Sie unterladen, modifizieren, was Eigenes draus bauen, umbenennen, was auch immer man damit machen möchte. Das will ich Ihnen einfach zeigen. Und am Ende müssen wir mal gucken, jetzt haben wir ein bisschen kürzer Zeit, wenn es irgendwie Fragen gibt, einfach reinrufen. Ansonsten schauen wir, ob wir am Ende eben noch ein bisschen Zeit übrig haben für Fragen und hoffentlich Antworten. Genau, im Bereich der Treiber, das mache ich kurz, das haben Sie wahrscheinlich schon 1000 Mal gesehen. Also wir haben so diesen Scope, wenn wir über Management in Organisationen sprechen, das letzte Jahrhundert. Im Prinzip Industrialisierung, Massenproduktion, im Wesentlichen Übertrag von militärischen Führungsprinzipien auf wirtschaftliche Organisationen. Mit diesem Aspekt Trennung von Hand- und Kopfarbeit. Also es gibt so jemand oben im Organigramm, der weiß, was zu tun ist, der die Aufgaben zerteilt in kleine Teilpakete, wo ich sozusagen von unten Leute einstellen kann, die vielleicht vorher, wenn wir zurückdenken an Henry Ford, Hausarbeit gemacht haben, auf dem Feld standen, einfache Handwerker waren und die muss ich innerhalb von ein paar Tagen antrainieren, sozusagen irgendwelche Tätigkeiten zu tun. Vielleicht so als Sinnbild, moderne Zeiten, Charlie Chaplin kennt der eine oder andere, dieses Fließband, ne, wo ich die ganze Zeit, wo Charlie Chaplin immer diese eine Schraube festzieht und das sein Leben lang. So relativ schnell danach auch schon kontrastiert mit der Human Relations Bewegung, weil das natürlich sehr stark sozusagen dehumanisiert. Also das ist keine Arbeit, die wir als Menschen gerne machen. Eigentlich das, was mit Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, Robotik jetzt gerade am Horizont steht, würde ich sagen, ist was, was uns von solchen Sachen befreit. So dieses routinemäßig immer wieder Wiederholende. Aber natürlich gleich auch mit der Angst, bleiben denn noch genug Jobs dann übrig? Oder haben wir so ein Machine-Takeover-Szenario, also das heißt, es ist alles durchautomatisiert, im Wesentlichen räumen Firmen wie Facebook mit ein paar 10.000 Mitarbeitern den ganzen Umsatz ab und dahinter bleiben gar nicht mehr genug Jobs übrig.
Man hört wahrscheinlich auch viel von so exponentiellen Entwicklungen. Eins davon, klar, Digitalisierung. Kann man vielleicht so den Startpunkt in den 50er Jahren sehen, Erfindung des Transistors mit dem Mooreschen Gesetz. Mooresche Gesetz sagt im Wesentlichen, auf so einem Chip verdoppeln wir jede 18 Monate die Anzahl der Transistoren, die da drauf sind. Und vielleicht kennt ihr diese Geschichte mit dem Reißbrett und dem Kaiser, dieser Belohnung. Ne? Wir sind schlecht, uns so exponentielle Sachen vorzustellen. Aber Verdopplung in konstantem Zeitabstand heißt exponentielle Kurve. Und genau auf dieser Kurve läuft eben Rechenleistung, Speicherkapazität, Bandbreite im Internet. Und das bedeutet einfach, dass die dümmste künstliche Intelligenz 18 Monate, bevor sie schlauer ist als wir, noch viel dümmer ist als wir. Ja, weil wir einfach eine ganz extreme Steigung in diesen Kurven haben. Das Zweite, was nicht so viel diskutiert wird, was ich aber auch wichtig finde, ist einfach das Humanpotenzial. Also wir wachsen auch als Menschheit auf so einer Kurve, mindestens mal noch bis 2050. Und das heißt einfach, die Anzahl der Gehirne der Leute, die Ideen haben, die wächst ganz massiv. Ja, und was wir zusätzlich noch machen, ist Urbanisierung. Also wir packen immer mehr dieser Gehirne immer dichter zusammen. Ja, und jetzt aus dem Wissensmanagement, da gibt es so Effekte wie Knowledge Spillover, also wo Leute zusammenkommen, werden Ideen sehr schnell transportiert. Ja, und das bedeutet, dass heute eigentlich keiner mehr vom Silicon Valley spricht, sondern eigentlich alle nur noch nach China schauen, in die großen Zentren, weil da mittlerweile der heiße Scheiß sozusagen gemacht wird. Einfach weil die sehr systematisch mit sehr viel Geld sich auf bestimmte Themen fokussieren. Also das ist so, ist auch ein Effekt, den ich wichtig finde. Gleichzeitig verbreiten wir sozusagen das Internet über die ganze Welt und das bedeutet, wir bauen ein großes, großes Gehirn mit 9 Milliarden Zellen und die können einfach sehr viel machen. Und das führt zu was? Hab ich auch schon mal gelesen oder gehört, das ist eine sogenannte VUCA-Welt, schon ziemlich alt, amerikanisches US War College 1991. Das steht eben für diese Akronyme Volatilität, Unsicherheit, Ambiguität und auch Komplexität. Also eine Welt, wo man halt im Wesentlichen sagt, man kann sich gar nicht mehr so eine 10-Jahres-Planung oder 20-Jahres-Planung leisten. Das kann man auch in so eher so populär wissenschaftlichen Kurven sehen. Also wie stark, habe ich jetzt mal einen rausgesucht, hat man denn diese Halbwertzeitkurven von Wissen, ne, wo man sagt, so ein, hier oben auf der Kurve so ein Schulwissen oder so ein Hochschulwissen, das verfällt halt sehr viel langsamer, wenn man an Geschichte denkt oder deutsche Sprache oder so, das ist einigermaßen konstant. Aber insbesondere so Sachen wie IT-Wissen oder Technologiewissen, sehr viel berufsbezogenes Fachwissen, ne, wenn ich so ein Versicherungsfachmann oder Fachfrau bin, ne, da wandelt sich der Job schon extrem, oft an diesen Schnittmengen, ja, weil ich vielleicht vorgestern noch mit Formularen gearbeitet habe und jetzt mit sehr viel IT zu tun habe. Oder einen Fall einzuschätzen, kriegt da jemand Schadensersatz oder nicht, jetzt eine Maschine macht und ich sozusagen der Maschinenkontrolleur bin zum Beispiel. Ne? Also das sind, glaube ich, einfach Treiber, die dazu führen, dass Mitarbeiter und oder Bürger, ist ja sozusagen auch überlappend die zwei Kreise, irgendwie kontinuierlich lernen müssen, sich weiterentwickeln müssen, sich weiterbilden müssen und das natürlich je nach Bereich sehr unterschiedlich schnell und stark. Ja, das heißt, so, wenn man es plakativ mal darstellt, das vorhin schon mal angedeutet, gibt es so verschiedene Trends, die wir im Moment sehen, wo eigentlich überall jetzt so der Regler links ist und mehr nach rechts wandert, je nach Szenario. Das eine ist so dieses Analoge, ne, so Lernen in Präsenz, die klassische Klassenraumkultur, Präsenzkultur, vielleicht noch so ein bisschen, ich komme aus Nürnberg, Nürnberger Trichter, ne, so der eine, der alles weiß und der es den Leuten eintrichtert, hin zum Digitalen, ja, vielleicht auch zum Hybriden, also zur Mischung, ne, so Blended Learning als Konzept, Flip Classroom, wo ich sage, ich nehme aus dem Klassenraum eigentlich die Sachen, die Themen raus, wo jemand immer wieder mit jeder Kohorte die gleichen Sachen rezitiert. Ich lasse ihn das einmal aufzeichnen und verlagere die Hausaufgabe nach vorne. Man schaut sich das vorher an und hat die Zeit im Klassenraum dann eben, um Fragen zu beantworten, Übungen zu machen, zu diskutieren, Problemfälle zu lösen. Das Gleiche sehen wir mit dem Formalen hin zum Informellen. Also so diese Grundidee, ich mache mal eine Ausbildung oder ein Studium und mit dem komme ich bis zur Rente durch. Das ist schwierig. Ja, und die Lösung ist, glaube ich, auch nicht, jetzt über das ganze Leben sozusagen formale Bildung weiterzuziehen und auch nicht nur nonformale Bildung, sondern ich glaube, wir müssen einen ganz starken Fokus eben auch auf dieses informelle Lernen haben, dieses Leute, Experten miteinander vernetzen, zusammenbringen, Lerncommunities gründen, all solche Themen. So, also Twitter als Lerntool. Es gibt die Jane Hart, die macht seit Jahren schon jedes Jahr unter sogenannten Learning Professionals, also Leute, die sich in Firmen mit Weiterbildung beschäftigen, so eine Umfrage, da machen immer so gute 2000 Leute mit, was
ihre eigenen wichtigsten Lerntools sind. Ja, und da ist 7 Jahre lang war Twitter auf Platz 1, ist jetzt im letzten Jahr, glaube ich, von YouTube überholt worden, ne, wo sozusagen die Leute, die intern noch so Lernmanagementsysteme und Kurse machen, selber eigentlich ganz anders lernen. Ne, und das ist, gilt auch für mich, also Twitter, Podcasts sind für mich absolute Lernkanäle, die sehr, sehr wichtig sind, ganz wichtige Rolle spielen in meinem eigenen Lernen. Auch dieses vom Fremdgesteuerten zum Selbstgesteuerten hat man auch in vielen Firmen noch, dass so der Chef sagt, welche Kurse man machen soll oder auf welche Veranstaltungen man geht. Wenn ich diese Grundidee, das Wissen ist nicht mehr an der Spitze des Organigramms, ernst nehme, dann komme ich im Extremfall dazu, dass der Chef schon gar nicht mehr weiß, was der Mitarbeiter eigentlich braucht. Also wenn ich in so eine Abteilung zum Beispiel reinschaue, die sich mit autonomem Fahren beschäftigt, da habe ich hochspezialisierte Softwareentwickler, die sich mit Data Science und Algorithmen und so weiter auskennen. Oft ist die Führungskraft weiß da schon fachlich gar nicht mehr, was der eigentlich braucht. Genau, das Gleiche auch so von diesem Geschlossenen zum Offenen. Also wenn wir sozusagen nicht mehr wissen, wer was braucht, dann können wir auch nicht sagen, wir machen einen Weiterbildungskatalog und verstecken alle Präsentationen zu den Schulungen irgendwo auf dem Rechner des Dozenten. So, wir müssen eigentlich zu so einem Internetmodell und müssen sagen, alles ist draußen, alles ist da und jeder, der es braucht, kann es suchen und finden. Wenn ihr euch so an die Anfangszeiten des Internet erinnert, da hat man auch noch so versucht, so Kataloge zu machen, ne? So Demods-Verzeichnis und was es da alles gab. Irgendwann hat man es aufgegeben, weil es niemand mehr gibt, der einen Katalog des Internets machen kann. Es gibt auch niemanden, der ein Inhaltsverzeichnis von YouTube machen kann. Genau, deswegen haben wir uns überlegt, was kann man sozusagen Leuten an die Hand geben als Selbststeuerungsinstrument des eigenen Lernens. Wir sind bei diesem Wort oder Wortspiel hängen geblieben, Lernosch. Das kommt eigentlich aus dem Esperanto, ist dort die Zukunftsform von Lernen. Mi Lernosch heißt, ich werde lernen. Vi Lernosch heißt, wir werden lernen. Also das ist so die Brücke zu dem Claim, dem Slogan drunter, im Englischen heißt es Operating System for Lifelong Learning and Learning Organizations. Also wie kann ich, mit welchem Mechanismus kann ich sozusagen das, was ich in Schule, Hochschule ohnehin mache, dass ich in Halbjahrestakten oder Semestertakten oder Trimestertakten Lernziele habe, die mir jemand anders vorgibt und mich durch ein Curriculum führt, wie kann ich das fortführen, wenn ich sozusagen selbst gesteuert machen muss. Genau, mit dem Operating System, da haben manche so ein bisschen Schwierigkeiten, weil das ja auch wieder so eine Maschinenmetapher ist, ne? Hat ein Mensch ein Betriebssystem oder eine Organisation. Wenn einen das stört, kann man es im Deutschen auch mit Organisationssystem übersetzen. Darum geht es eigentlich eher. Die drei Punkte, die stehen im Wesentlichen für die drei Ebenen. Also wir denken das auf der, jetzt wenn man an ein Unternehmen denkt, auf der Ebene des einzelnen Individuums. Darüber spreche ich jetzt im Folgenden gleich. Wir denken das aber auch auf der Ebene von Teams. Ne? Also wie kann ich, wenn man mal Adidas, irgendwie eine Produktlinie, eine Schuhlinie hat eine Erfahrung gemacht mit einem Material. Wie bekomme ich das Erfahrungswissen zu einem anderen Produktteam, was eine andere Produktlinie macht, aber mit dem gleichen Material arbeitet und in Asien sitzt? Also auf der Ebene und dann eben auch auf Ebene der ganzen Organisation. Was bedeutet es für Adidas, wenn auf einmal Kleidung smart wird, überall Sensoren eingebaut wird, solche Uhren auf einmal Sportgeräte werden? Ja, da muss ich sozusagen auch strategisch lernen auf der Ebene und muss anfangen, mich mit den Themen zu beschäftigen. Wieso die Situation, wenn man so ein bisschen schwarz-weiß malt an sich, wenn man so den Lebenszyklus eines Menschen hingemalt, von Geburt bis 77 oder 82, das ist die Lebenserwartung von Jungen und Mädchen, die 2010 geboren sind. Und da hat man ja im formalen Bereich sozusagen von Primar- bis Tertiärausbildung sozusagen, je nachdem, ob ich studiere oder Ausbildung mache, bei der Grundschule angefangen, sozusagen so ein Zeitraum, wo ich irgendwann mal mit 18 bis Mitte 20 in den Arbeitsmarkt entlassen werde. Und da wird es dann schon viel, viel weniger. Wir haben da bewusst keine Kennzahl hingeschrieben, weil das kann man schwierig quantifizieren. Aber so dieser Quartärebereich, also Weiterbildung, alles, was man da so an Zahlen sieht, das klingt irgendwie für die Lernherausforderungen, die wir haben, sehr, sehr mager. Also A, wie viele Leute machen da mit und wie viele Stunden pro Jahr investieren die da? Das passt irgendwie nicht zur Weiterentwicklungsgeschwindigkeit der Welt um uns herum. Und deswegen haben wir hier mal so als Ausgangspunkt gesagt, wir haben im Wesentlichen so eine Hüllkurve fremdgesteuertes Lernen, sozusagen unser Bildungssystem, was auch ganz wichtig ist. Und eigentlich müssen wir da so eine andere Kurve drüberlegen, des selbstgesteuerten Lernens, wo wir versuchen, Leuten selbstgesteuerte Mechanismen beizubringen, wie sie ihren Lernprozess dann weiterführen. Ja, und die beginnt hier bei 13 Jahren. Ich weiß nicht, wer es, kennt jemand Getting Things Done? Selbstmanagement-Methode 1? Ja, mal googeln. Das ist so eine Methode, die im Wesentlichen davon ausgeht, den ganzen Tag prasseln Sachen auf mich ein, wie kriege ich die überhaupt für mich organisiert? Also sehr gutes Rezept gegen Informationsüberflutung.
Und die waren eben auch lange auf dieser Ebene eigentlich, wo man so mit Erwachsenenbildung anfängt, also irgendwie im beruflichen Kontext. Und die haben jetzt mit zwei Lehrern zusammen ein Buch geschrieben, Getting Things Done for Teens, und versuchen das quasi jetzt von Geschichten und von den Begrifflichkeiten und so weiter aus dem Arbeitskontext rauszulösen und Teenagern zugänglich zu machen. Deswegen haben wir uns da dran gehängt und haben gesagt, wir wollen eben auch perspektivisch schauen, dass wir das irgendwie bis ins Teenageralter runterkriegen. Genau, also wie ist so die Grundidee? Ab 13 Jahren, wie organisiere ich mein selbstgesteuertes Lernen? Der erste Ansatz ist mal zu sagen, diese Taktung, die muss ich irgendwie weiterführen. Das, was mir vorgegeben wird in Halbjahren, Semestern, Trimestern oder auch Vierteljahren, das muss ich für mich weiterführen. Und das, weiß nicht, wer Scrum kennt als Projektmanagement-Methode? Da, einer? Okay, dann erklär es kurz. Bei Scrum hat sich quasi entwickelt, weil man sagt, ich kann Projekte nicht mehr, sagen wir mal, ich habe ein 4-Jahres-Projekt oder 5-Jahres-Projekt. Ich kann heute nicht festlegen, was ich in Jahr 2, 3, 4, 5 mache, weil viel zu viele Dinge dazwischen passiert. Das heißt, bei Scrum habe ich so eine Art große Vision am Ende, wo ich hin will. Und dann unterteile ich mein Projekt in sogenannte Sprints und sage, ich plane immer für den Sprint, mache ein Sprint-Planning. Das Team entwickelt dann im Projekt Dinge weiter und dann mache ich eine sogenannte Sprint-Retrospektive. Also das heißt, ich reflektiere, gehe ich mit dem, was ich mache, in die Richtung, wie ich will, um dann in ein neues Planning zu gehen. Also so eine Art iterative Projektplanung. Ja, und das ist eigentlich das, wo wir gesagt haben, das kann man eins zu eins übernehmen. Also man müsste jetzt so für sich selber eigentlich sein Leben auch in solche Sprints einteilen und müsste sich selber Lernziele geben, ja, und dann sagen, was will ich denn lernen im nächsten Frühling zum Beispiel. Nun, genauso ist es auch aufgesetzt. Wir teilen das Jahr in 4 Quartale, 4 Kalenderwochen, kann jeder für sich auch anders machen. Man kann das mit und ohne Ferien machen. Also ich mache in der Regel 3 Sprints im Jahr, dazwischen sind Pausen. Ja, und man sagt im Prinzip, ich habe eine Woche null, bei mir sind es tatsächlich die Quartalswochen, und sage, da mache ich meine ganze Planung, was sind eigentlich die Themen, ich mache eine Retrospektive des vergangenen Sprints auch nochmal, ja, und überlege dann mir in Woche 1 Ziele, die ich mir stecke für den nächsten Sprint, also für den nächsten Durchlauf. Ja, und habe dann auch feste Termine in den Wochen, das ist jeweils ein Stundentermin, ne, wo ich sozusagen gucke, was habe ich getan im Bereich? Muss ich was lesen? Muss ich auf eine Veranstaltung gehen? Muss ich mir ein Video anschauen? Muss ich einen Podcast suchen? Muss ich mich mit anderen austauschen? Also wo ich für mich selber Lernzeit geblockt habe. Wenn ihr zum Beispiel mal auf das Google-Organisationsmodell schaut, bei Google gibt es die sogenannte 80-20-Zeit. Das heißt, man lädt Mitarbeiter nur mit 80 oder bucht sozusagen nur zu 80% ihrer Zeit aus. Einen Tag haben sie zur freien Verfügung. Ja, und zwar nicht, weil Google will, dass sie da surfen oder Kaffee trinken, sondern weil sie sagen, die wissen schon, was sie tun müssen und lernen müssen und zusammen machen müssen, um Google voranzubringen. Aus dieser 20% Zeit kommen so Sachen wie Google Mail, Google News. Also das ist nicht so, dass es so verschenkte Zeit oder geschenkte Zeit ist, sondern es ist einfach Lernzeit. Wenn ich will, dass die Leute lernen als Organisation, muss ich ihnen Zeit geben. Wenn ich will, dass ich in die Schule gehe, muss ich ihm auch Zeit geben, in die Schule zu gehen. Das ist, glaube ich, da nicht anders. Was man so in dem Getting Things Done Bereich gemerkt hat, ist, dass es sehr schwierig ist, oft sich als Einzelner motiviert zu halten. Ich vergleiche das immer ganz gern mit so Laufsportgruppen. Wenn man sagt, man will mal so einen 10-Kilometer-Lauf machen, was die meisten noch hinkriegen, ist, sich den teuren Adidas-Laufschuh zu kaufen. Den Trainingsplan einzuhalten wird schon schwieriger. Deswegen haben wir so als eine Idee eingebaut, dass ich quasi sozusagen 5 Leute zusammennehme in eine Lerngruppe. Die müssen nicht unbedingt das gleiche Lernziel haben. Wenn, schadet's nicht. Ne, aber die sozusagen vereinbaren, zumindest mal über diesen einen Sprint, dass sie gemeinsam lernen, ne, dass sie sich gegenseitig motivieren. Ne, wenn ich so in der einen Circle, in dem ich bin, da hatte ich jetzt aus bestimmten Gründen, musste ich 2 Wochen ausfallen lassen, da kommt dann schon in der WhatsApp-Gruppe sozusagen, was ist denn da los? Du meinst es wohl nicht ernst. Ne, also hat man dann so Gruppendynamik, wo einen Leute wieder einfangen, so wenn ich halt nicht zum Lauftraining komme quasi. Also das heißt, ich kann das sozusagen alleine machen. Ich habe auch mal Sprints, wo ich Themen habe, die alleine gut funktionieren. Ich mache es aber auch gerne in diesem Verbund, weil man auch diesen Fixpunkt mit dieser 1 Stunde in der Woche eben immer hat, da auch sich so gegenseitig ein bisschen stützen kann. Ne? Ich würde sagen, Selbsthilfegruppe ist ein bisschen zu viel, aber ab und zu braucht man auch mal jemanden, wo man sich da ein bisschen ausholen kann, weil irgendwas nicht klappt und andere sagen, da habe ich noch eine Idee, könntest du auch so machen. Das hilft. Wir haben jetzt für die erste Version, also 17.09. ist die erste Version davon rausgekommen, auch schon mal ein erstes Set an Übungen uns überlegt. Und zwar die Grundidee ist, dass man den Leuten überhaupt in so einem Grundsprint mal digital vernetztes, offenes Arbeiten beibringt. Also sich so in dieses Netzwerk reinführt. Ich habe hier gesehen,
In euren Programmen gibt es auch so Sachen wie Umgang mit sozialen Netzwerken oder wie kann ich mein Xing-Profil richtig nutzen? Also genau um solche Sachen geht es da. Wie baue ich mir denn ein eigenes soziales Netzwerk auf, was mir hilft, meine Ziele zu erreichen? Wenn ich jetzt lernen wollen würde, was weiß ich, Vorträge zu streamen, dann wäre es ganz gut, wenn ich mir überlegen würde, wer macht das denn? Wem kann ich über die Schulter schauen? Wer kann mir helfen? Und da gibt es eben so einen Übungskatalog für so eine Initialisierung quasi, Woche 1 bis 12, wo man so 2 bis 3 Übungen hat pro Woche, die einen genau daran führen. Was ist mein Ziel? Welche Leute könnten mir helfen, mein Ziel zu erreichen? Wie komme ich an die ran? Ist mein Profil attraktiv genug, dass die auch mit mir was zusammen machen wollen? Was habe ich vielleicht, was ich denen geben kann, damit sie mir auch wiederum helfen können? Da könnt ihr mal reingucken. Wie gesagt, ich habe ein paar Versionen auch dabei von dem Leitfaden. Also wer will, kann sich da nachher gerne einen mitnehmen. Die können wir jetzt nicht im Detail anschauen. Im Moment sind es 31 Stück. Die kommen, weiß nicht, hat jemand von Working Out Loud schon mal was gehört? Workingoutloud.com? Ja, auch drin. Ihn könnt ihr fragen dann nachher. Also dieser Übungsset, das kommt aus Working Out Loud. Das ist entwickelt von der Deutschen Bank in den USA, um ihr internes soziales Netzwerk einzuführen, weil die festgestellt haben, dieses Netzwerk nur zu haben, das bringt nicht so viel, sondern man muss die Leute auch ranführen und sagen, was kann ich denn jetzt damit machen, was mir was bringt. Ja, und da ist eben genau so ein Übungskatalog entstanden, wo man hier oben halt, da muss ich drücken, mal so über eigene Ziele nachdenkt, Leute, die mir helfen können, die Ziele zu erreichen. Was habe ich denn für Verbindungen zu den Leuten schon, wo man anfängt, was zu teilen. Viele Leute sind gar nicht gewöhnt, Dinge, die sie haben, mal über einen offenen Dropbox-Link zu teilen oder auf Twitter was zu teilen oder einen Blog zu schreiben oder YouTube habt ihr vorhin gehabt, Sachen, die man selber macht, auf YouTube zur Verfügung zu stellen. Also wo man wirklich so Schritt für Schritt da rangeführt wird. Und aus dem Programm haben wir quasi auch dieses Initialset von 31 Übungen mal übernommen in der eigenen Version. Gibt es aber auch andere Teams. Gerade arbeitet der Karl Damke zum Beispiel dran, so ein Übungsset zu machen, um Sketchnoting zu lernen. Also wie kann ich in so einem Circle über 13 Wochen Sketchnote malen lernen? Wir arbeiten gerade an einem, wo ich Podcasting lernen kann in 13 Wochen. Also da kann man sich beliebige Inhalte vorstellen, die man da reingibt, muss aber nicht curricular sein. Also es kann auch rein selbstorganisiertes Lernen sein. Wir haben so ein kleines Leitbild, in welche Richtung wir diesen Übungskatalog jetzt in Zukunft ausbauen wollen. Das kommt ja aus dem Bild, ich weiß nicht, wer es so mit Agil oder Lean zu tun hat, da gibt es diesen sogenannten Squared Wheel Man. Also im Prinzip gibt es so jemanden, der ein rundes Rad hat und der Meinung ist, das könnte helfen und die anderen schieben mit ihrem eckigen Rad und sagen, wir haben keine Zeit, uns damit zu beschäftigen, weil wir unseren Wagen schieben müssen. Ja, und diese Radmetapher, die haben wir jetzt mal übernommen. Das kommt, dieser Dreiklang, der kommt so aus dem Bereich Staffing, also Besetzung von Startups, wo man so in 3 Dimensionen schaut. Toolset ist quasi Tools, Methoden, Technik. Habe ich sozusagen technische Expertise, Skillsets sind Fähigkeiten. Also was können die Leute, die ein Startup machen? Und Mindset sagen viel ist das Wichtige. Was ist so die Grundhaltung? Also mit welcher Haltung gehe ich an Dinge ran? Und die Metapher zu dem Rad ist quasi, wenn ich jetzt sozusagen nur mir Tools anschaue, also wenn ich sage, was sind die wichtigsten Tools fürs Lernen, und dann bei Twitter lande, dann bringt mir das nichts, wenn ich gar nicht weiß, wie ich jetzt so meine Geschichte auf Twitter erzählen kann. Oder wenn ich nicht die Grundhaltung habe, offen Sachen zu teilen und auch was von mir preiszugeben, sondern mit so einer reinen Konsumhaltung da rangehe. Und da ist quasi die Idee, wenn man das eckige Rad runternimmt und ersetzt, wenn ich da jetzt nur 1/3 davon nehme, rollt mein Wagen vielleicht ein bisschen besser, aber noch holprig. Wenn ich so den Fokus auf 2 Dinge habe, dann rollt er schon ein bisschen runter, aber erst wenn ich alle 3 im Blick habe, dann rollt er richtig rund. Ja, und da wird jetzt in der nächsten Version, werden wir das quasi ausbauen zu so einem Kompetenzrad, also mit nochmal 5 Dimensionen jeweils unten drunter und mit so einem kleinen Selbsteinschätzungsbogen, wo ich am Anfang sozusagen für mich sagen kann, wo stehe ich denn da überall und wo würde ich gerne stehen, also so ein Ist-Soll. Und wo mir dann so ein Übungskatalog quasi auch Übungen gibt, wo ich sage, das kannst du selber tun, um in der Dimension von 3 auf 4 zu kommen oder von 2 auf 5 zu kommen. Ja, und dafür haben wir jetzt nicht Zeit, in Tiefe reinzugehen, aber dafür haben wir sozusagen für jedes einzelne Element, also im Bereich Mindset, 5 Werte definiert, die wir darunter sehen, also Vernetzung als Wert, Vertrauen als Wert, die Offenheit, Partizipation und Agilität. Das gleiche beim Skillset. Das ist im Prinzip auch, also wir haben versucht, wo es ging, nichts Neues zu erfinden, sondern bauen da eben auf den sogenannten 21st Century Skills auf. Das ist dieses 4C-Modell, Kreativität, kritisches Denken, Kommunikation und Kollaboration, zusammen mit dem DICOM-Framework von der Europäischen Kommission, wer das kennt. Das ist auch so 8 Kompetenzbereiche, wo man die Einstiegspunkte unten auch sieht.
was jetzt quasi Europäische Kommission pilotiert, glaube nächstes Jahr in 13 Ländern in der EU. Also das ist, wenn man hier das liest, Digital Competence Framework for Citizens, das ist sozusagen deren Idee, was sind digitale Kompetenzen, die jeder Bürger im 21. Jahrhundert hat, ne, wo die auch schon mit ganz vielen Beispielen, Übungen und so weiter kommen, wo die dann sagen, da braucht man nichts Neues zu erfinden, sondern baut einfach auf sowas auf. Das gleiche im Bereich Toolset, sozusagen mal so ein Ordnungsrahmen, muss man jetzt auch die einzelnen nicht lesen, aus was für Klassen von Medien und Tools besteht eigentlich unser Internet? Und da kann man allein wahrscheinlich einen Studiengang drüber machen, über die einzelnen Dimensionen. Also da ist halt ein so eine Spalte, hier sind soziale Netzwerke zum Beispiel. Dann haben wir mal versucht, eben auch so mit dieser Maßgabe auf 5 zu kommen, sozusagen 5 runterzubrechen, wo wir sagen, das sind welche, die auf jeden Fall zu den Basics in LernOS gehören sollen. Und das ist eben Office und Produktivität, Chat und Messaging, soziale Netzwerke, soziale Medien, Wikis, Blogs, Videokonferenzen und Multimedia, also auch so dieses Medien produzieren, Medien hören, all solche Themen. Genau, der Leitfaden dazu, der ist verfügbar im Moment auf Deutsch und Englisch. Haben also technisch ein bisschen experimentiert, zeige ich gleich noch, wie man den sozusagen jetzt auch agil veröffentlichen kann. Also da kommt jedes Quartal kommt eine neue Version raus. 17.12. gibt es dann die Version 1.1. Der ist veröffentlicht unter einer offenen Lizenz. Das heißt, man kann ihn damit was auch immer machen, verändern, anpassen. Wir gehen nicht davon aus, dass es so die eine Wahrheit gibt, wie man das macht, sondern dass jeder das so ein bisschen anders braucht, vielleicht für sich. Und lernos.org ist die Webseite, wo man die Inhalte eben entsprechend findet. Als weiteres Material gibt es bei LernOS den sogenannten LernOS Canvas. Der ist abgeleitet aus dem Business Model Canvas. Das ist eine visuelle Struktur, um Geschäftsmodelle zu gestalten. Bei LernOS geht es eher darum, Ziele zu schärfen. Wir haben festgestellt, dass in vielen Circlen die Leute Schwierigkeiten haben, überhaupt das richtige Ziel für sich selber zu finden. Bei fremdgesteuertem Lernen ist das ja in der Regel vorgegeben durch ein Curriculum. Beim selbstgesteuerten Lernen muss ich mein Ziel selber finden. Und deswegen ist der LernOS Canvas so aufgebaut, dass man auf der linken Seite mal die eigenen Rollen, die eigenen Aufgaben, die eigenen Projekte, die eigenen Wissensgebiete, Fähigkeiten sammelt. Das sind so die linken 4 Felder, um dann eben überlegen zu können, welche Ziele und welche daraus resultierenden Schlüsselergebnisse ergeben sich dafür für den nächsten Sprint, also für die nächsten 3 Monate zum Beispiel. Dann zu überlegen, ganz auf der rechten Seite, welche Personen, die ich vielleicht noch nicht kenne oder welche Communities, in denen ich noch nicht Mitglied bin, könnten mir helfen, meine Ziele zu erreichen. Unten bei den Wissenswerten, im Englischen Knowledge Assets, was habe ich denn selber anzubieten, was könnte ich über verschiedene Ablageorte, wie mein Blog, eine Dropbox, Slideshare, YouTube und so weiter, potenziellen Partnern in meinem Netzwerk sozusagen zur Verfügung stellen, über die sozialen Netzwerke, die man dann in der Mitte oben sieht, damit die wiederum geneigt sind, mir zu helfen beim Erreichen meiner Ziele. Den Canvas kann man elektronisch nutzen, man kann aber auch, wie man unten sieht, ihn einfach ausdrucken, DIN A4. Und dann, wie der Alex Osterwalder, der den Business Model Canvas erstellt hat, nicht draufschreiben, weil damit wird der Canvas unflexibel, sondern eben immer mit Post-its oder Haftnotizen arbeiten. Da gibt's so kleine, die passen genau in diese Spalte rein. Wer mag, kann da auch mit Farben agieren, kann das unterscheiden, um dann sozusagen für sich die Ziele für den nächsten Sprint zu ermitteln, zu konfigurieren und auch an andere, die Leute im eigenen Circle oder die Leute im Netzwerk, zu kommunizieren. Es gibt für diese ganze Organisation dieses Circles, über die 13 Wochen gibt es ein OneNote-Template. Weiß nicht, wer OneNote kennt? OneNote, Office 365? Ja, latentes Nicken, gut. Einfach aus dem Gedanken heraus, dass man sagt, man braucht so Unterstützung, wie dieses Team sich formiert und wie ich die Leute durch den Prozess durchführe. Also gibt es für die ganzen Aufgaben und so weiter, gibt es da eben Aufgaben in OneNote. Damit wird das Ganze auch mobil, weil ich OneNote eben auch auf iPad oder auf dem Smartphone entsprechend habe. Und das sehen wir halt ganz massiv in den Firmen, da wird halt sehr stark noch hier über Learning Management Systeme nachgedacht. Ja, und das bedeutet aber, Learning Management System heißt ja, der Content, mit dem ich lerne, der gehört in der Regel jemand anderem. Ja, und die Lernumgebung von Wissensarbeitern sieht in der Regel eher so aus. Also das ist ein bunter Strauß von Werkzeugen, die ich genau für mich zusammenstelle, also wo ich Twitter-Kanäle habe, Podcasts abonniert habe, YouTube-Kanäle abonniert habe, YouTube-Videos mir runterlade und daraus Audioversionen mache, um die im Auto zu hören, all solche Sachen. Also da wollen wir die Leute so ein bisschen wegführen von diesem zentralen Lernen. Einer hat den Content und gibt mir das Schulbuch, hin zu auch
nicht nur der Lernprozess, sondern auch die Lerninfrastruktur gehört mir. Und ich habe die in der Hand und wenn ich von Firma A zu Firma B gehe, nehme ich all mein Gelerntes und all meinen Inhalt auch mit. Und muss nicht irgendwelche Papierordner einscannen oder solche Dinge. Letzte Folie, vielleicht für die, die es technisch interessiert. Also wir haben uns viel Gedanken gemacht, wie man die Content-Produktion so hinbekommt, dass die schlank und auch agil ist für sich. Wir schreiben die ganzen Inhalte für den Guide in Markdown. Das ist so eine Vorstufe zu HTML. Also da kommt dann am Ende sowas raus, was man kennt. Buchstaben auf totem Holz. Unter anderem. Warum machen wir das? Weil wir dann mit einem Werkzeug, das nennt sich Pandoc, das ist so ein Formatkonverter, daraus quasi Word, PDF, Wiki-Content, E-Book, also Mobi und solche Geschichten, sozusagen vollständig automatisiert daraus produzieren können. Gelesen, Calibre gibt es ja auch im Programm. Ne? Sozusagen wir steuern über Pandoc Calibre an, um quasi aus der Quelle E-Books zu machen. Die E-Books dann auch automatisiert auf Amazon zu schieben, sodass ich quasi innerhalb von wenigen Stunden globale Verfügbarkeit neuer Versionen habe. Also ich kann das bei Amazon bestellen. Wenn ich Prime habe, ist abends der neue Guide da. Ohne dass da jemand mit der Hand sozusagen hinfassen muss. Dann, was noch eingeklinkt ist, da haben wir auch lang dran rum überlegt, Azure Cognitive Services für Machine Translation. Also wir können quasi den Guide ausgehend von der englischen Sprachversion in 66 Sprachen übersetzen. Das funktioniert so, dass man mit einer untrainierten Maschine 50 Seiten Content, wenn man die sozusagen da durchschickt, nochmal ungefähr 4,5 bis 5 Stunden Nachbearbeitungszeit hat. Wir haben jetzt die ersten 2 Trainingsläufe hinter uns und haben es auf unter 2 Stunden runter. Ja, also das heißt quasi, wir haben eine englische Ausgangsversion, wir haben ein Team von 2 chinesischen Natives, die quasi dann die chinesische Version nochmal 2 Stunden sich anschauen, dann ihren Haken setzen. Dann geht es raus und wenige Minuten später hat man quasi englisches PDF, englisches Doc, Verfügbarkeit chinesischer Guides auf Amazon.cn sozusagen auch mit verfügbar. Es gibt so Plattformen, wo wir Feedback sammeln. Also zum einen gibt es eben diese lernos.org auf GitHub, also wer das kennt. GitHub ist von Microsoft gekauft worden vor kurzem. Das ist das größte Repository für Open Source Software eigentlich, aber dort kann man eben auch sozusagen der Quellcode eines Guides ist ja auch nichts anderes als Software, das ist halt Text, aber sozusagen Quelltext. Dann haben wir so eine Feedback-Plattform auf Feeder.io, dort können alle Nutzer ihre Verbesserungsvorschläge eintragen. Gibt es ja immer so eine Deadline, wo man sagt, ab jetzt wird sozusagen eingefroren für die nächste Version, aber so tun wir die Praxiserfahrung mit in den Entwicklungsprozess bringen. Und es gibt eine Nutzergruppe, im Moment noch als Telegram-Gruppe, also auf einem Messenger, wo wir einfach schnell neue Versionen und so weiter kommunizieren können. Da hatte ich auch gestern schon mal die Folien rein, da hat einer mir aufgeschrieben, wo alles Rechtschreibfehler sind und so. Also wo einfach Community dann mithilft, das weiterzuentwickeln. Genau, das sind so die 2 Quellen, lernos.org und eben Telegram. Na, da sind wir hier. Hatte ich irgendwo den Ding gepostet und der hat dann hier, ich hatte zum Beispiel Erding auf der ersten Seite irgendwie, bei Erding schreibe ich automatisch Erdinger. Keine Ahnung, was hat einer direkt korrigiert. Ja, Martin Lindner hatte ich schon gehört, der eine oder andere kennt ihn. Der ist gerade dabei, das eben auch an der Volkshochschule Lingen auszuprobieren. Also da gibt es sowohl so Infoabende als auch die ersten Circles, die ausprobieren, so mit diesem Konstrukt 6x2 Stunden mit Microsoft Teams Gruppe dazwischen, also auch mit so virtueller Interaktion. Das ist halt ganz, ganz frisch. Also da kann man vielleicht im nächsten Jahr dann über Erfahrungen berichten. Da gibt es eben bisher erst Piloten und Ausprobieren und Testen. Wie gesagt, wer will, kann sich das gerne mitnehmen, die Sachen runterladen, ausprobieren und uns dann auch sein oder ihr Feedback geben. Ja, das war alles, was ich so zu erzählen habe. Barcode ist die Visitenkarte hinterlegt, also beziehungsweise E-Mail-Adresse oder Twitter-Handle. Wer Lust hat und Fragen hat beim Ausprobieren, gerne an mich wenden. Ich weiß nicht, ob wir Zeit noch haben für ein paar Fragen, oder? Also das war's so von meiner Seite. Vielen Dank.